Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Green Hell im Amazonas Regenwald. Wir sind in der Early Access Version, Version 0.1.4. Immer noch. Ich habe einen Spielstand geladen und schlage einfach mal vor, dass wir uns einfach mal in eine Richtung begeben, um vielleicht hier die Gegend in dieser fünften Folge einfach mal ein bisschen zu erkunden. Ich laufe jetzt einfach mal, solange wie ich vielleicht überlebe. Denn wir wissen ja bereits, Würmer und so weiter machen uns zu schaffen. Und wir konnten jetzt hier noch gar nicht großartig die Gegend uns anschauen. Leider Gottes ist da vorne ein großes Raubtier. Schade. Aber da wo wir vorbeikommen, weil wir haben jetzt hier, so wie wir sind, überhaupt gar keine Waffen. Wir flitzen mal kurz rüber. Vielleicht können wir der ganzen Sache mal aus dem Weg gehen. Der schleicht da hinten irgendwo rum. Ich hatte jetzt eigentlich vor, immer in eine Richtung zu gehen, dass man nicht im Kreis läuft. Und das wird schwierig, weil hier ist jetzt schon mal ein Berg. Und da hinten ist die Raubkatze. Mal sehen. Hier können wir einfach mal durchbrechen. So. Vielleicht können wir hier mal ein paar neue Sachen entdecken. Weil großartig fortbewegt haben wir uns ja hier bis jetzt noch nicht. Ah, was kommt denn da? Eine Höhle. So. Schön, eine Höhle entdeckt. Das ist vielleicht sogar ein Tunnel. Aha, hier geht es weiter abwärts. Aber es geht auch weiter geradeaus. Ich wähle mal den Weg hier lang. Und gucken mal, wo wir... Oh je, okay, wir können ja hier lang balancieren. Also ihr seht ja, relativ schnell erreicht man hier mal eben komplett neue Gefilde. Aber ich glaube, wir sind hier jetzt einfach nur im Kreis unterwegs gewesen. Vielleicht, aber auch nicht. Naja, gucken wir mal. Ich habe gesagt, wir gehen mal Richtung Norden. Den Stock können wir mal mitnehmen. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwas entdecken können. Solange wie wir hier jetzt unterwegs sein können. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, die Grafik, die ist einfach meiner Meinung nach extrem gut gelungen. Ein Kompliment von mir an die Entwickler. Bisher dieses Spiel, also eine echte Empfehlung. Man kann jetzt allerdings noch nicht so viel machen. Ich habe gelesen, dass Winter 2018, 2019 ein Patch kommen soll. Der Patch soll Erweiterungen enthalten und im nächsten Jahr soll, so wie ich es verstanden habe, im ersten oder zweiten Quartal Release sein mit Fortführung der Story. Da werde ich natürlich hier euch wieder ganz frisch Bericht erstatten und zwischendurch, so wie es irgendwelche Neuerungen gibt, natürlich auch. Ansonsten, oh, hier sieht was aus, als wie wenn es ein Weg wäre. Aha, okay. Gehen wir mal den Weg lang. Ansonsten will ich jetzt hier mit der Folge, da liegt ein Auto. Aha, okay. Schokoladenriegel. Nochmal einer. Das ist ja schon mal besser als die gar nichts, ne?
Etwas Leeres im Behälter. Schmerzmittel, sehr schön. Ein Snack. Ja, ist es denn vielleicht doch angebrachter, wenn man gar nicht gleich zum Craften übergeht, sondern erstmal erkundet. Vielleicht ist das die bessere Entscheidung. Aber wie gesagt, wir hatten ja angefangen und hatten da erstmal eine Unterkunft gebaut und haben uns da ein bisschen aufgehalten. Vielleicht hätte man gleich loswackeln sollen. Aha, hier guck mal an. Rechter Hand ein Unterstand. Müll, Zeugs, Fässer, eine Plane. Kann man die mitnehmen? Kann man nicht mitnehmen. Okay. Aber das ist hier schon so was wie ein Weg, ne? Obwohl wir komplett in eine andere Richtung eigentlich unterwegs sind, wie wir wollten. Wunderbar. Gut, wir haben gesagt, eine Richtung. Ansonsten läuft man hier bloß im Kreis. Wir haben Energie und die sind halt alles noch im grünen Bereich. Unsicheres Wasser. Da weiß man nicht, ist es sauber oder nicht, ne? Wir machen mal die Probe. Oh, naja. Ist aber nichts passiert. So. Immer schön nach Norden. Auch wenn es jetzt nicht weitergeht. Müssen wir außen rum. Kommt mir gar nicht so vor, als wenn wir hier schon waren. Aber hier sieht ja alles irgendwie gleich aus. Und dann hier hochgeklettert. Nee. Jetzt abwärts. Oha. Na, Halleluja, hier geht's ja absolut abwärts. Also die Sache mit Norden. Da geht's ja mal richtig runter. Kann ja hier nicht einfach da rumklettern. Vielleicht können wir hier den Weg nach unten finden. Wäre natürlich sehr interessant. Geht da tief runter. Großer Stein. Aber ich denke mal auch, dass man jetzt hier gerade ganz am Anfang auf Eingeborene noch gar nicht stößt. Dass sie denn erst so ab Tag 3 kommen. Momentan. Aha, hier ist ein befestigter Weg. Ja, wir haben kein Werkzeug. Hier geht's abwärts. Da ist
wegartig Richtung Süden. Hier gehen wir mal runter. Mal gucken. Wieder Weg. Was war das? Ach, der hat gerade aufgeschrieben, die Schlingfalle. Guck an. Halten, um scharf zu machen. Zack. Ah ja, okay. Süden unterwegs, was ja im Grunde genommen der Rückweg wäre, ne? Aber man kam jetzt leider in Richtung Norden nicht so weit. Was steht denn da? Nichts. Oh, 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 eine Schlange. Nichts wie weg. Klapperschlange. Sieht ein bisschen aus wie Wildschweine. Ich nehme das Zeug mal mit, vielleicht können wir uns doch irgendwie noch auf dem Weg irgendwas bauen. Es soll ja gegen diese Würmer eine Lösung geben, und zwar zum Beispiel ein... Shit, da sind wir gebissen worden. Gab's doch irgendwas zu Anfang. Das haben wir hier nicht mehr lange zu leben. Geistige Gesundheit. Halluzination, das hatten wir vorher schon. Verzehrungen. Ein Produkt mit natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert den Geisteszustand. Okay, Kratzer, Schramme, das kennen wir. Vergiftete Wunde. Fieber. Antitoxische Wirkung. Sollen wir was essen und sollten uns quasi verbinden. Die hat garantiert am Fuß irgendwo gebissen. Andere. Nee, noch nicht mal. Da ist die Wunde. Die sind wieder oben hingekommen. Also ein Schlangenbiss am rechten Arm wird uns wahrscheinlich obala dahin raffen, bevor wir irgendwas hier erreichen konnten. Gesundheitsbalken, der ist jetzt ja natürlich relativ schnell am Sinken.
Müde ist er jetzt auch noch. Jetzt hauen wir uns mal so einen Schokoriegel da rein. Ein Snack. Ja, tut nichts zur Sache an unserem schlechten Gesundheitszustand. Stein sollten wir mitnehmen. Ja, was ich sagen wollte, gegen. Er ist durstig. Hoppala. Gegen die Würmer gibt es eine Möglichkeit, entweder einen spitzen Knochen oder spitze Fischgräte. Damit kann man wohl den Wurm auspulen. Ja. Wir werden hier jetzt sterben. Aber vorher springe ich hier lieber runter. Jo, so. Ja gut. Wir haben jetzt mal versucht, hier ein bisschen noch ein paar Minuten die Gegend zu erkunden. Man sieht, die ganze Geschichte ist nicht so einfach, wie es aussieht. Einfach nur durch die Gegend laufen führt unweigerlich irgendwann dann doch zum Tod. Ich werde irgendwie mal gucken, einen Speicherstand erschaffen, wo vielleicht ein bisschen weiterführender ist als jetzt, und werde mich da im Laufe der nächsten Wochen oder vielleicht auch Monaten nochmal zurückmelden. Ansonsten sage ich mal hier an der Stelle Tschüss an euch. Bedanke mich für euer Interesse, euer Zuschauen. Wie gesagt, es ist eine Early Access Version, das heißt eine verfrühte Version. Es ist noch in der Entwicklung. Und ich werde hier die Sache genauso weiter verfolgen, wie ich es mit Gilde 3 mache. Alles klar, ich verabscheue mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Exposito. Ciao, ciao.